So, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein neues Modul und damit eine neue Playlist. Wir beginnen mit den Inhalten zur allgemeinen Pädagogik. Einsteigen möchte ich mit der Bedeutung von Theorie in der Pädagogik. Dazu habe ich erstmal einige Aussagen hier mitgebracht. Zunächst einmal, was ist eine Theorie? Eine Theorie ist ein abstraktes wissenschaftliches Modell, das versucht, einen Ausschnitt der Realität und die zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten zu erklären und abzubilden. Notiert euch diese Definition am besten im Karteikärtchen und eignet euch das Wissen an. Dann Pädagogik als praktische Wissenschaft ist in besonderem Maße auf Theorie und Reflexion angewiesen. Und pädagogische Theorie ist ein pädagogischer Kompass in einer komplizierten Erziehungswirklichkeit. Ja, wenn wir von Erziehung sprechen, was versteht man denn dort drunter? Ich habe zwei Aufgabenstellungen mitgebracht. Zum einen wollen wir den Begriff der Erziehung einmal definieren und zum anderen wollen wir Gründe für die zunehmende Bedeutung der Theorie in der Pädagogik suchen. Also definieren wir erstmal den Begriff der Erziehung. Hier gibt es jetzt ein bisschen was handschriftlich festzuhalten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Und zwar Erziehung beschreibt zunächst eine fürsorgende und stellvertretende Tätigkeit. Also notieren wir hier Erziehung. Erziehung beschreibt eine fürsorgende und stellvertretende Tätigkeit. Und zwar eines Individuums, ein anderes Individuum, Individuum zu bilden, und bezeichnet die Darstellung der Welt und bezeichnet die Darstellung der Welt um sich in ihr selbstständig behaupten zu können. So, das ist auch das Längste, was wir jetzt hier aufschreiben werden. Den Rest werde ich stichpunktartig dann festhalten. Aber ich finde, zum Begriff der Erziehung sollte man eine Definition parat haben. Also Erziehung beschreibt eine fürsorgende und stellvertretende Tätigkeit eines Individuums, ein anderes Individuum zu bilden und bezeichnet die Darstellung der Welt, um sich in ihr selbstständig behaupten zu können. Punkt. Und damit haben wir, denke ich, den Kern auch soweit getroffen. Ja, dann geht es in der nächsten Aufgabenstellung um Gründe für die zunehmende starke Relevanz, Bedeutung der Theorie in der Pädagogik. Vier Punkte, die ich jetzt hier stichpunktartig einmal mit euch festhalten möchte. Erster Punkt, Herstellung einer kritischen Distanz zur pädagogischen Praxis. Also notieren wir hier Herstellung einer kritischen Distanz zur pädagogischen Praxis. Dann Punkt 2, Aufklärung über die Voraussetzungen und Bedingungen pädagogischen Handelns. Also wir notieren Aufklärung
über die Voraussetzungen, über die Voraussetzungen und Bedingungen pädagogischen Handelns. So, damit zum vorletzten Punkt, und zwar Systematisierung und Ordnung pädagogischer Erfahrung. Also Systematisierung und Ordnung pädagogischer Erfahrung. Ja, und der letzte Punkt wäre dann die Erhöhung des Reflexionsgrades pädagogischer Praxis zum Zwecke ihrer Verbesserung. Das notieren wir jetzt hier auch noch. Erhöhung des Reflexionsgrades, pädagogischer Praxis, zum Zwecke, ihrer Verbesserung. Ja, damit haben wir zum einen den Begriff der Erziehung definiert und zum anderen Gründe für die zunehmende Bedeutung der Theorie in der Pädagogik festgehalten. Was kann man sich jetzt hier aus dem Video mitnehmen? Und zwar die beiden Definitionen zum Theorie- und Erziehungsbegriff sowie mindestens zwei Gründe für die zunehmende Bedeutung der Theorie in der Pädagogik. War jetzt auch ein bisschen aufzuschreiben. Ich werde mich in den kommenden Videos etwas kürzer halten. Wenn es mehr Text gibt, dann werde ich eventuell den Text schon soweit vorbereiten. Ansonsten habt ihr immer die Möglichkeit, auch im Video mitzuschreiben. Bis zum nächsten Mal und ciao.